Im sächsischen Großen Hain geht es um nicht weniger als die Zukunft. Beim sogenannten Autofrühling sollen vor allem elektrische Pkw an den Kunden gebracht werden. Was nicht so leicht ist. Nee, das ist ein E-Power und der dort ist auch ein E-Power. Ne? Elektrisch, wäre das was für Sie? Nein, also elektrisch, voll elektrisch, nee. Das ist die Frage, also vom Preis her schon nicht, wenn ich auf 50.000 oder also in der Grundform. Bis Ende März wurden 4% mehr Fahrzeuge zugelassen als im selben Zeitraum 2023. Nur bei E-Autos gibt es einen Rückgang um 14%. Darf ich Sie mal fragen, wie die Resonanz ist? Nee, leider nicht. Keine Pressfrage. Darf ich Sie mal fragen, wie die Resonanz ist? Tesla, wenn Sie Fragen haben, dann direkt wieder an die Pressestelle und da kriegen Sie alle Auskünfte. Die Gigafactory in Grünheide. Vor 2 Jahren startet man hier mit der Produktion von Tesla. Mit dabei Autobauer Musk und Kanzler Scholz. Elektrisch in die Zukunft. Elon und Olaf außer Rand und Band. Auch diese Entscheidung, eine nagelneue Automobilfabrik in diesem Land zu errichten, eine richtige Entscheidung und ein Zeichen für den Fortschritt und die Zukunft der Industrie. Jedes Auto, das wir herstellen, ist der nächste Schritt in eine nachhaltige, energieunabhängige Zukunft. Im Moment läuft es alles andere als gigantisch. 10% der weltweiten Belegschaft sollen entlassen werden. Chef Elon Musk meldet sich per Mail bei den Betroffenen. Zitat: Dies wird uns in die Lage versetzen, schlank, innovativ und hungrig für den nächsten Wachstumszyklus zu sein. Danke, Elon. Früher hätte man gesagt, es knirscht im Getriebe. Doch was macht Tesla mit Autos, die man nicht los wird? Wir passen die Transporter einfach ab und fahren hinterher. Es geht gen Osten über die Bundesstraße 1. Täglich rollen bis zu 100 mit Diesel betriebene LKW durch Dörfer in der Brandenburger Provinz. Auch der Herr vom Wachregiment ringt um Aufklärung. Wie viel stehen hier ungefähr, wissen Sie das? Können wir ja nichts erfahren. Und sobald die das Maul aufmachen, fliegen die. Also hier darf keiner was erzählen, was im Berg passiert oder hier auf dem Berg hier im Internet passiert. Die wissen wirklich nicht, was los hier. Vor 4 Jahren war Gegenwart noch Zukunft. Die Rahmenbedingungen zur Mobilitätswende sollten den Weg ebnen. Kanzlerin Merkel wollte ordentlich Gas geben. Wie können wir alternative Antriebe, hier insbesondere die Elektromobilität, fördern? Zum Beispiel durch eine Kaufprämie, auch Umweltbonus genannt, an der sich die Bundesregierung genauso wie die Automobilfirmen beteiligen. Zweitens, wie können wir die Infrastruktur für die Elektromobilität aufbauen, damit Menschen Vertrauen haben, sich ein E-Auto zu kaufen? Hierfür wollen wir 1 Million Ladepunkte bis zum Jahr 2030 schaffen. So, wir schaffen zufällig. Mit Tesla beladene LKW fahren mehrheitlich in eine Richtung. Die Trucks im Gegenverkehr sind meist leer. Wir folgen den Transportern bis zu einem alten Flugplatzgelände in Neuhardenberg. Hier sollen hunderte Tesla abgestellt sein. Servus. Servus, grüß dich. Kann ich dir helfen? Ja, wir wollen die Autos mal sehen. Dürft ihr leider nicht. Warum nicht? Ist verboten. Nicht mal die Presse darf hier rein. Dürft ihr aber nicht rein. Aber wir können wenigstens mal hier laufen. Leider nicht. Was passiert hier mit den Autos? Wenn die verkauft oder stehen die nur hoch? Wir stehen hier, werden abverkauft. Wenn abgut, dann wird verkauft. Einst musste man monatelang auf seinen neuen Tesla warten. Heute werden die Fahrzeuge erstmal auf Halde zwischengeparkt. Offenbar laufen mehr Autos vom Band, als bestellt werden. Die Fahrzeuge stehen wie Blei, oder besser gesagt, wie Lithium. Filmaufnahmen unerwünscht. Da kommt noch einer von der Sicherheit, sicherheitshalber mit einem Verbrenner. Wir sind von Spiegel TV. Wir machen eine Reportage, dass sich wohl die Tesla so schwer verkaufen und hier abgestellt werden sollen. Gut, das ist Ihre Information. Der habe ich nichts hinzuzufügen, weil ich nicht von Tesla bin. Meine Frage lautet mehr. Ab hier beginnt der Sicherheitsbereich. Hatten Sie gegebenenfalls einen Termin abgestimmt mit dem Geschäftsführer, um hier am Ort zu drehen? Eine Anfrage an Tesla, warum und wie viele der Fahrzeuge auf der Halde stehen, bleibt unbeantwortet. Es war eine sehr mutige Entscheidung der Regierung, 15 Millionen Elektrofahrzeuge bis 2030 auf die Straße zu bekommen. Wenn Sie also bis 2030 15 Millionen Autos auf der Straße haben wollen und die aktuellen Zulassungszahlen sehen, müsste praktisch ab sofort jeder zweite Wagen, der neu zugelassen wird, ein Elektrofahrzeug sein.
Wow.